Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wie vereinbart, verlege ich die Abstimmung an den Schluss der Verhandlungen, die Vorlagen des Gesundheitsausschusses. Und bin ich fortfahre, ich habe mir die Protokolle kommen lassen. Zuerst zur Wortmeldung von der Kollegin Belakovic, die ist nicht da. Durch ihre Gleichsetzung, dass sie demokratisch legitimierte Parteien in dem Maße insinuierend begreift, dass sie einen Beschluss fassen, der von einer Regierung, die sich aus Austrofaschisten und Postkommunisten zusammensetzt, also die Würde des Hauses verletzt. Gleichzeitig auch der Abgeordnete Kickl, der durch eine zynische Gleichsetzung mit dem Wortspiel Faschismus, Volkspartei ebenfalls die Würde des Hauses verletzt. Ich schaue mir das dann noch an. Ich glaube, wir sollten mit diesen historischen Vergleichen, das kann nur mein Appell sein, etwas vorsichtig sein. Es nutzt niemand, wenn Sie immer in diese Zeiten zurückgreifen, die für uns bis heute eine Wunde sind. Moment. Wir gelangen nun zu den Punkten 23 bis 25 der Tagesordnung. Jetzt geht's ums liebe Vieh, konkreter um die Bekämpfung von Tierseuchen. SPÖ und NEOS haben im Ausschuss kritisiert, dass die Regierung die notwendigen Schritte in diesem Bereich nicht weitaus früher gesetzt hätte. Einig sind sich die fünf Fraktionen im Nationalrat bei einem gemeinsamen Entschließungsantrag der Regierungsparteien und der NEOS, der es leichter machen soll, Tiere in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu schlachten. Dafür sollen mobile und teilmobile Schlachtanlagen und regionale Schlachthöfe stärker gefördert werden. Ebenfalls einstimmig im Gesundheitsausschuss angenommen wurde eine Entschließung der SPÖ. Da geht es um Corona-bedingt geschlossene Hundeschulen, die so bald wie möglich wieder öffnen dürfen sollen. Damit will man Verhaltensstörungen bei den Tieren verhindern. Und aus Gründen des Tierschutzes 764 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Keck.